Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Digitalisierung sind erhebliche Chancen für Mecklenburg-Vorpommern verbunden, wenn es um die Steigerung der Attraktivität des Landes als Wirtschafts- und Wissensstandort oder auch als Mittelpunkt des Lebens geht, insbesondere im ländlichen Raum. Die Digitalisierung ist heute Grundvoraussetzung, um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die Ansiedlung von Unternehmen, den Anstieg des Wohlstandes und der Lebensqualität in unserem Land zu ermöglichen. Bei unzureichender politischer Steuerung kann die Digitalisierung aber auch ungewünschte gesellschaftliche und soziale Folgen nach sich ziehen. Und genau deshalb haben wir den folgenden Antrag eingebracht. Wir wollen die digitale Zukunft umweltbewusst gestalten und die digitale Infrastruktur nachhaltig nutzen. Wir wollen Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung konsequent zusammenführen. Das heißt für uns, dass wir den Einsatz digitaler Technologien nutzen wollen, um die Umwelt zu schützen, Energie einzusparen, Ressourcen zu schonen, Arbeitszeiten effektiver zu nutzen und die Familienfreundlichkeit zu erhöhen. Lassen Sie mich kurz beschreiben, was wir damit meinen. Gerade im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien können Ressourcen geschont werden. Ob nun Energie, seltene Erden oder andere Rohstoffe, der sorgsame Umgang mit Ressourcen muss Bestandteil des gesamten Lebenszyklus von Information- und Kommunikationstechnologien werden. Hier muss gerade die Landesregierung ihrer Vorbildwirkung nachkommen und im eigenen Wirkungskreis die nachhaltige Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien konsequent umsetzen. Vor diesem Hintergrund wollen wir die zentrale Beschaffung von Technik in der Landesverwaltung mit Blick auf Energieeffizienz und Reparierbarkeit sowie deren umweltfreundliche Entsorgung sicherstellen. Die Digitalisierung kann aber auch zum Schutz von Ressourcen beitragen. So kann die Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs, des Flugverkehrs, des Einsatzes von Dünger- und Pflanzenschutzmitteln oder von Liefer- und Wertschöpfungsketten dazu beitragen, dass Ressourcen geschont werden. Jeder kann schon beim Einkauf von Elektrogeräten darauf achten, dass Energieverbräuche gering und Recyclingquoten hoch sind. In der Verwaltung können Anträge und Genehmigungen schneller und papierlos abgewickelt werden. Diese Debatte hatten wir schon am Mittwoch. Gerade die jüngsten Debatten zum Klima- und Umweltschutz verdeutlichen die Notwendigkeit der Digitalisierung für diese Bereiche. Die Klimaziele der Bundesregierung, die Bereitstellung von Mobilität, die Erzeugung von preiswerten und gesunden Nahrungsmitteln und die Reduzierung des Rohstoffverbrauches sind in Zukunft nur mit der Anwendung digitaler Technologien möglich. Und gerade die aktuelle Situation verdeutlicht, wie die Digitalisierung die Arbeitswelt bestimmt. Zahlreiche Unternehmen und Verwaltungen wären ohne Homeoffice lahmgelegt. Das öffentliche Leben in unserem Land wäre längst zum Erliegen gekommen. Gleichzeitig gehen mit der Nutzung von Homeoffice flexible Arbeitszeiten einher, die es ermöglichen, Arbeiten und Verwaltungsabläufe familienfreundlich zu gestalten. Moderne Arbeitszeitmodelle ermöglichen, dass Menschen dort leben, wo sie wollen, obwohl die Unternehmen, für die sie arbeiten, woanders angesiedelt sind. Die tatsächliche Vereinbarkeit von Familie, Leben und Beruf lässt sich durch moderne Arbeitszeitmodelle und durch einfache, jederzeit erreichbare Verwaltung besser realisieren. Deshalb wollen wir die Arbeitszeitmodelle so ausgestalten, dass sie effektiv im Sinne der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Familien und arbeitnehmerfreundlich genutzt werden können. Auch das ist eine nachhaltige Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Digitalisierung stellt uns aber auch vor andere Fragen. Wer trägt die Verantwortung für Entscheidungen, die aus dem Computer kommen, der Algorithmus oder der Mensch? Wie wird sich die weitere Entwicklung der künstlichen Intelligenz auswirken? Haben wir dann nur noch einen Computer als Gesprächspartner? Wie findet Meinungsbildung in Zeiten von digitaler Kommunikation statt? Auch über diese Fragen müssen wir uns nachhaltig unterhalten. Wir brauchen hier eine gesellschaftliche Debatte über die Wirkung von Digitalisierung in unserem Gemeinwesen. Denn Digitalisierung erleichtert unser Leben an vielen Stellen. So erkennen wir gerade jetzt, dass wir durch Digitalisierung mit Familie und Freunden verbunden bleiben können, egal wo auf der Welt sie sich gerade befinden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, die Digitalisierung ist eine langfristige Gestaltungs- und Entwicklungsaufgabe für unser Land. Die nachhaltige Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie, die auch als Green IT bezeichnet wird, spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Sie kann dazu beitragen, dass der Ressourcenverbrauch der Menschheit reduziert wird und somit die kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft haben. Wir wollen, dass die Landesregierung bei der umweltbewussten Gestaltung der Informations- und Kommunikationstechnologie voranschreitet, um das Bewusstsein für dieses Thema und diese Lebensbereiche zu wecken. Ich habe hier nur eine kleine Bandbreite der zahlreichen Aspekte aufgegriffen. Ich
bitte um Unterstützung für unseren Antrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus